Hier gibt's doch auch einen Automaten, ne? Ja, da. Ich habe alles, was ich brauche. Vielen Dank übrigens, dass du gerade mit mir gesprochen hast. Kein Problem. Du hast ja keine schwere Last. Last? Ich bin doch kein Sack Kartoffeln. Alter! Okay, wir werden überwacht. Köstlich, köstlich. Dem Tod einfach mal so von der Schippe zu springen. Sir! Wirklich lästiges Ungeziefer. Und der Dritte ist auch noch am Leben? Ist umstellt. Gewährt den Dreien ein Wiedersehen. Sir, zu Befehl! Mistkerl. Der hat... Ihr habt einen Fehler gemacht. Da sind sie! Wir haben die Leute mit der falschen ID. Bitte Verstärkung. Ihr hättet nicht Bescheid sagen sollen, dass ihr kommt. Och, wie jetzt? Wir gehen lieber hier runter. Nicht, dass noch so ein Zug kommt. Lichter Materie. Ich sehe doch da wieder... Nee, schade, oder? Ich weiß genau, wann wir hier wahrscheinlich wieder herkommen können. Ja, lass mich aber erstmal hier noch bis zum Ende gehen. Denn... Ja, aber... Ich denke, ich... Mach das jedes Mal! Man weiß ja nie. Über diese Treppe sollten wir zu ihm kommen. Ja, ja, ich gehe ja schon tiefer. Ja, wir sind jetzt zu dritt, na was? And then...
Ach komm, Barrett. Ob wir unsere Verfolger abgeschüttelt haben? Irgendjemand muss ja die Siegesfanfare singen, ne? Wir machen mit Plan E weiter. Schieß los. Ursprünglich lief alles nach Plan A. Der sah vor, dass wir vom Bahnhof sofort zum Reaktor gehen. Zum Bahnhof haben wir es leider nicht geschafft. Ist aber egal. Für diesen Fall gibt's Ausweichpläne. Und zwar je nach Entfernung vom Reaktor Plan B, C, D und so weiter. Bis wohin geht's? Bis E. Ganz schön knapp. Genial, was? Wir waren in Linie 4. Die verbindet den Hauptpfeiler und Sektor 4 miteinander. Wir sind jetzt hier. Und neben uns die Gleise zu Reaktor 5. Wir folgen also erstmal den Gleisen in Richtung Reaktor. Allerdings gehen wir nicht mehr bis zum Bahnhof. Wir biegen unterwegs ab. Nach dem Zwischenfall im Zug gerade würden wir sonst sicher einer kleinen Armee in die Arme laufen. Hier lang. Unsere Leute in Sektor 5 haben die Route markiert. Macht euch keine Sorgen. Das wird schon. Ganz sicher. Also schnürt die Schuhe und spurtet brav los. Ja, wir steuern dem Höhepunkt entgegen. Die Fahrt steht die Kamm eh aus. Sehr wohl. Es wird alles so laufen, wie von Ihnen gewünscht. Ja. Seien Sie ganz unbesorgt. Genau. Sir, die Analytik kommt mit der Untersuchung gut voran. Aber die Verluste sind zu groß. Wir müssen... Habe ich euch etwa dafür anstellen lassen? Damit ihr mir euer Leid und eure Sorgen klagt? Sir... Verluste, sagst du? Die interessieren mich nicht. Gardisten gibt's schließlich im Überfluss. Wenn dir die Männer ausgehen, dann hol einfach Nachschub aus Sektor 3 hinzu. Muss man euch denn hier jeden Gedankenschritt einzeln vorkauen? Nein. Den gehen die Gardisten aus. Je dümmer das Volk, desto schwerer hat's der Thron. In dieser Hinsicht hat der Direktor es eindeutig besser. Schließlich kann er sich auf mich verlassen. So. Könnte noch mal man noch mal den Anführer wählen. Ach egal. Ich wechsle einfach, wenn mir danach ist. Uff. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ich geh erstmal in diese Seitengasse hier. Und guck mich hier mal um. Na, wer sagt's denn? Natürlich laufe ich erst wieder in diese Richtung.
In der Hoffnung, dass am Ende mal wieder so eine Kiste ist. Das habe ich im Original auch gemacht. Hier geht's nicht zum Reaktor. Echt? Bei Soldatenorientierung damals durchgefallen? Ja, ich bin Lorena Zorro. In diese Richtung willst, erklärst du mir das besser. Der Reaktor liegt in der anderen Richtung, oder? Ist ja schon gut. Ich hoffe halt immer auf Kisten. Aber ich merke schon, freies Umschauen ist hier nicht gestattet. Der Kläffer von Shinra weist uns den Weg. Achte auf die Zeichen an den Wänden. Kläffer? Er meint Stan. Die Schnauze des Köters zeigt in Richtung von Reaktor 5. Und achtet auf die Signale. Nur Streckenabschnitte mit blauen Lichtern sind sicher. Ein leichter Gegner. Ja, denke auch. Dann übernimm. Roger, ich übernehme. Ist das alles? Ja. Nicht so nah. Was für eine Gelegenheit. Abschlag. Du bist am Zug. Überlass das mir. Jetzt ansetzen. Da hinten habe ich doch gerade was gesehen. Ernsthaft, Ratten. Na gut, brauchte ich ja nicht mehr. Barrett, heute ist dein Glückstag. Ach, hoppla. Du bekommst einen Sternanhänger. Glückwunsch. Augen auf, achte auf die Signale. Vix ist schon oben. Eigentlich sollte Jesse ihm ja helfen. Ich hoffe, er kommt alleine klar. Wir sollten uns jedenfalls beeilen. Oh nö, den Elite-Dings habe ich schon. Schade.
Irgendwie wollte die gerade nicht. Ja, klar. Aber ich glaube, ich hatte auch noch keine ATB voll gehabt. Eins der Zeichen. Ja, geradeaus weiter wäre der Tod. Ich weiß ja nicht. Na. Stamp hat den richtigen Riecher. Die Schnauze von Stamp zeigt in die Richtung, in die wir müssen. Wir folgen einfach den Zeichen. Okay. Los, kleine Fische. Gleich davon. Nicht übertreiben. Auf Gefahr des Fallers. Überlass das mir. Nachschlag. Und tschüss. War das etwa schon alles? So. Was ist das? Nicht gerade einladend. Ist das ein ganzes Nest? Ja, die Tiere in der Platte gedeihen und mutieren prächtig. Dank Marco. Daran ist das Marco schuld? Ja, also besser gesagt Shinra. Deine Welt ist beneidenswert simpel. Gefällt sie dir? Herzlich willkommen. Ich denke drüber nach. Was zum? Ja, dann auf, ne? Nichts überstürzt. Widerlicher Schleimbatz! Analysieren wir erstmal. Ein großes Insekt, das geschlossene und dunkle Orte als Habitat bevorzugt und in Tunneln und im Inneren der Platte zu finden ist. Mit den Klebfäden aus seinem Maul spinnt es seine Beute ein. Als elementarisch. Tacken füllen seine Schockleiste, wenn es nur noch wenige TP hat oder isoliert wird, schützt es sich mit Barriere. Ja, genau. Jetzt wird's ernst. Übernimm du. Ich leg los. Ja? Na? Der Beste. Entscheidend ist. Das war's. Kalt wie eine Maschine. Jetzt werden wir auch schon von Ungeziefer aufgehalten. Nach Erleiden einer bestimmten Schadensmenge wird sie schockanfällig. Ich bleibe. Zack.
mal, Zug. Bekämpft die denn keiner? Muss wohl erst ein Unfall geben. Ja, ist ja immer so. Die Züge scheinen nicht wirklich sicher zu sein, ne? Immer mal überprüfen, ob es was Neues gibt, aber ich glaube nicht. Jobs aufgebrummt. Aber echt, die Viecher sind eh bald zurück. Hat doch alles keinen Sinn. Wo kommen die her? Nach denen wir doch gefahren. Ich zähle auf dich. Jetzt hab ich ja. Die Arbeit. Zack. Und? Geht doch. Ah, hier geht's rein. Lagebesprechung. Lasst uns sehen, wo wir sind. Ganz in der Nähe von uns befindet sich ein Bahndepot. Da wollen wir hin. Und dann? Gibt's einen Geheimgang. Interessant. Bericht von der Analytik. Wir haben jetzt genug Kampfdaten zu Avalon. Wie oft muss ich das denn noch sagen? Statusberichte interessieren mich nicht. Aber, Sir... Hast du etwa den Krieg gegen Wutai vergessen? Der Ruf der Firma kann leiden, wenn wir unsere Gegner nicht ernst nehmen. Der Feind muss ausgerottet werden, und zwar mit Stumpf und Stiel. So und nicht anders geht der Shinra-Konzern vor. Kapiert? Aber... Ach so. Der feine Herr hat diesen Job hier wohl nicht nötig. Und will, dass ich ihn mitsamt seinen Kameraden auf die Straße setze. Oh, ja. Wir werden sofort den Testrobotern-Abschnitt E aktivieren. An die Arbeit! Der Direktor wird meine überaus loyalen Dienste sicher zu schätzen wissen. Yeah.